Hallo Leute, willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Wir holen jetzt hier den Nachtmarkt für, wie hieß der nochmal, Wisten? Keine Ahnung, auf jeden Fall sollen wir Dog Eyes Männer vermöbeln und von hier fernhalten. Oh Gott, ich werde mir die Namen niemals merken können. Ah. Na sehen, das wird schon noch. Winston hieß der, genau. Mother thought maybe a new city, new country, but the hooks went deep. Verdammt, das habe ich nicht gelesen. Ah doch. Dragon Kick für zusätzlich Wumms erhöht ihren Nahkampfschaden. Ach, bei der können wir was kaufen. Erhöhter Schaden. Ach, das wird aber wahrscheinlich nicht ewig anhalten. Kurzfristig, alles klar. Alles klar. Ach komm schon, ich will was kaufen hier. Ja, ja, klar, geh her. Oh, Games, her damit. Schade, bei dem kann ich nichts kaufen. Guten Tag. Hey, lass das, sonst klatsche ich dir eine. Schubst dir meinen Freund rum, kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, der hat Schulden, ja? Erpressung, treiben Sie die Schulden ein. Hey, little brother, we work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course, no problem. Na dann, ich danke. Das geht ja einfach. Oh, hier, das will ich jetzt machen, das will ich machen, das will ich machen. Wuhu! Das musste jetzt sein. Unten können wir auch schon wieder was kaufen. Fischklops, Lebensmittel für kurzzeitige, vollständige Gesundheitsregeneration. Okay. Was können wir hier kaufen? Eiscreme. Vollständige Gesundheitsregeneration. Okay. Also Lebensmittel sollte man sich merken, was ist das? Gesundheitsschreiben benutzen. Ah, 4 für nächstes Gesundheitsupgrade. Das heißt, wenn ich die alle aktiviere, dann kriege ich mehr Gesundheit, oder was? Okay, muss ich mir merken. Boah, es gibt hier so viele Sachen, die ich mir merken muss. Wer hat hier schon wieder irgendwas geworfen, Mensch? So, na dann, du schuldest mir was. Winston? Dog Eyes said he is in trust here. We're here to clarify that. What? You want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid you guys. Don't be a tough guy. Hast du jetzt Angst? Hast du jetzt Angst? Wer bist du denn? So, hier ist passend so eine Telefonzelle. Das klingt doch gut. Her mit dem Geld. Dog Eye ist mir egal. Der ist böse. Gewalttätige Aktionen gegen Feinde erhöhen ihre Punktzahl. Okay. Hier ist auch wieder dieses zusätzliche Wumms-Ding. Da, Moment. So. Gib mir das Geld. We need to discuss business. Winston? I don't have any business with Winston. Everyone has business with Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a back toy up his ass. Bitte was? Ah, hier gibt's schon wieder was zum Kloppen. Zack, zack. Und jetzt richtig rein. Aua, nicht von hinten. Ah, jetzt reicht's mir aber gleich mal. Ihr zack. Oh komm, wir gehen mal darüber. Das sieht doch lustig aus. Zack. Wo können wir dich denn noch reinwerfen? Ah.
Ach, den habe ich ein bisschen. Der ist auch platt. Da hinten ist noch so eine Kiste. Da können wir den reinkloppen. Ah, wirst du das wohl sein lassen, du Arsch. So, du kommst mit. Und das war's dann. Gute Nacht. So, wie war das jetzt nochmal mit dem Geld, das du uns schuldest? So, did you have a message for Winston? He's obviously better than Dog Eyes. Please give him this payment from me. Ach ja. I think we're almost done, but let's check over there. You look like you could... A man who never... Hey, look at that guy. He's beating up that old man. Nehme ich mir nur Getränke, um ihre Gesundheit wiederherzustellen. Ich brauche was zu essen. Ah, da hinten gibt's wieder Ärger. Hallo, muss er halt oben. Nimm mal Rotau, oh, hier können wir wieder zumachen. Achtung. Oh, und Krawamp. Na komm. Traust du dich nochmal? Au. Okay, das kriege ich schon noch hin. Und zack. Nieder mit dir. Der nächste. Klappt doch ganz gut bisher. Komm hoch, mein Kleiner. Du kriegst jetzt nochmal eine extra Ladung. So, Metzger, gib mir eine Bockwurst und das Geld. He was demanding 20 times the normal payment. Maybe he has a drug habit or something. For a small fee, Winston will make sure you don't have trouble with gangsters. That sounds very reasonable. So, danke sehr. Du bist vernünftig. Gehen Sie zur Boutique. Gut, okay. People need to know you're one of us. We got an image to maintain. Only the best brands. People gotta know you're successful. Boah, kriege ich jetzt neue Klamotten? Hä? Was war das? Einkaufstüte aufheben. Ich hab eine Einkaufstüte, yay. Entschuldigung, Entschuldigung. Du brauchst nicht direkt heulen, es war ja nicht mit Absicht. Das hat mir Minuspunkte gebracht, das war ja gemein. Also unschuldige Leute sollte ich nicht töten. Das gibt Ärger. So, sehen Sie sich beim Händler Kleidung an. So, gucken wir doch erstmal hier. Crazy men would turn that down. Na gut, sieht besser aus als das andere. Was hast du denn für Hosen? I, wir nehmen die. These are the latest. Perfect for you. Na, viel Auswahl haben wir hier leider noch nicht. Nee, wir wollen keine Kappe. Want some clothes? Das kann ich mir alles noch nicht kaufen. Naja, immerhin haben wir jetzt ein paar neue Klamotten. Passt doch. Eingetriebenes Geld Winston übergeben, können wir machen. Ich bin eher da als du. Oder auch nicht. Hey, Jackie! Hey, Mann, Ohio, what's going on? Just keeping an eye on things. Yeah? What'd you see? I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you! Don't fuck with me. Oh mein Gott. Was habe ich ihm denn getan, dass er mich nicht leiden kann? Er muss doch nicht so gemein zu mir sein. So, oh, was hier? Triadenpunkte. Gewähren Ihnen Erfahrung für den Aufstieg in die nächste Stufe. Steigen Sie auf, um neue Upgrades zu kaufen. Okay. Erhalten eine Belohnung 800 HK, was immer das auch für eine Währung ist.
Gut, okay, noch keine Stufe. Also Kopfpunkte und Triadenpunkte brauche ich. Fälligkeiten. Gewinnen Sie Ansehen, indem Sie verschiedenen Leuten Gefälligkeiten erweisen. Na, was hast du denn zu tun, meine Kleine? Klar. Probably, yeah. What is it? Mrs. Chu sent over some lunch, but I haven't paid yet. Can you take this back to the restaurant? All right. You might want to hurry. I heard Dog Guys are sending reinforcements. You should probably be wrong. Geht mir aus dem Weg. Ich muss Geld. Ich muss das Geld bringen. Geht weg. Weg da. Geht mir alle aus dem Weg. Wie komme ich denn da hin? Ah, hier lang. Feuerwerk! Das ist doch schön. Oh, hier gibt es schon wieder Ärger. Also hier lauert an jeder Ecke was zum Kloppen. Na komm, klopp zu. Zack. Wer will, wer will? Und jetzt ein Powerkick. Oh, was war das? Anzeige an Tief, wenn diese leuchtet, schüchtern sie Gegner ein und regenerieren Gesundheit. Oh, das ist ja genial. Sehr gut. Draufhauen. Kriegst auch noch eine drauf. Aua, das tat weh, mein Freund. Und voll auf die Backen. Oh Gott. Wo kommt ihr alle her? Geht weg. So, du kriegst auch noch einer hinter die Backen. Mein Freund, ich will hier nur in Ruhe das Geld wegbringen. Gehst du weg mit deinem Bein hier? Ich will den Schinken nicht. Geht weg. Aua. Wer will, wer will? Ich gehe ein wenig kaputt. Ah, ich hab doch gedrückt, du. Geh weg von mir. Komm her. Und jetzt aber. Na, na, traust du dich das nochmal, mein Freund? Komm her, komm, komm, komm. Nicht mit mir. Ich muss einfach nur warten und die langsam aber sicher fertig machen. Habe ich hier irgendwas? Oh ja, komm mal her, komm mal her. Nein, ich will dich in die Box hauen. Ab in den Verstärker. Autsch. So, ich würde sagen, jetzt ist Ruhe hier. Ansehen, Erfahrung, Stufe 1, erhaltene Belohnung 200, Feldbericht, alles klar, was immer ich mit dem auch tun kann, in der Kirche mit Winston treffen, ah, ich bin ja direkt hier, das ist ja praktisch, ach, in der Küche, nicht in der Kirche, oh Gott, ich kann wieder hier toll lesen, ich hab das Geld, freu dich drüber. So what'd you do? Nothing, nothing. Say, Mutt the Mole, I came straight to you. Didn't want to start anything major without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for him while he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? I'll take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Apparently, he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Garton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. Alles klar. Ohne mit der Wimper zu zucken, hier steht er auf. Eiskalt, eiskalt. So, nach Mings Aufenthaltsort fragen. Quan. Quen.
Wie man den auch ausspricht. Ah, asiatische Namen, ich kann sie nicht. Ich hoffe, es schmeckt euch, Leute. Muss ich drücken? Ja. Ach, ich habe ein Handy. Sieh mal einer an, Berichte. Die sind alle gesperrt. Habe ich jetzt irgendwo einen offen oder was? Winston Chu, streng geheim. Mein Hauptkontakt ist Winston Chu, der Sonne und Chi Red Pole oder der einen Teil von North Point kontrolliert. Hä, wieso oder? Nicht oder, sondern nur der einen Teil kontrolliert. Zumindest denkt er das. Wie aus meinem letzten Bericht hervorgeht, verliert Chu die Kontrolle mehr und mehr an einen rivalisierenden Sun on Chi Red Pole namens Sam Dog Eyes Lin. Chu ist hitzköpfig, impulsiv und nicht allzu clever. Er verfügt über keinerlei schulische Ausbildung und ist selbst mit Intrigen auf Gefangenen auf Gang-Ebene überfordert. Mensch, beruhig dich, Peter, sonst kannst du hier nicht in Ruhe lesen. Hier musst du dich mal ein bisschen anstrengen. Seine Stimmungsschwankungen gehen möglicherweise auf anabole Steroide zurück, die er meines Erachtens regelmäßig einnimmt. Chu ist ein idealer Zugang in die Triade. Er ist ehrgeizig, aber zu dumm, um seine Ziele zu erreichen und braucht dringend eine intelligente rechte Hand. Diese Rolle spiele ich. So, das ganze Zeug hier lese ich jetzt nicht weiter. Da kriege ich ja einen trockenen Mund, Mensch. Weg mit dem Handy. Oder was können wir denn damit noch alles machen? Sozialknoten. Hier können Sie Ihre Spiele, Auszeichnungen, Missionspunkte und Rennzeiten mit Werten Ihrer Freunde. Ach so, das hier ist so eine Art Online-Dingensbummens. Okay. SMS habe ich keine. Kontakte habe ich auch noch keine. Alles klar. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Das ist doch perfekt. Da können wir hier auch direkt wieder Schluss machen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.